Einen wunderschönen guten Morgen euch allen aus einem Zimmer, das ziemlich leer ist. Hier hat sich nicht so viel getan seit dem letzten Vlog. Wir haben immer noch den Spiegel hier. Das Bett. Das wir nicht einmal bezogen haben, also zumindest nicht richtig. Weil wir keine Bezüge haben. Und das Zimmer hat auch einen Blumenstrauß. Also leider bin ich nicht so weit gekommen, wie ich wollte. Kennt ihr das, wenn man so Phasen hat, in denen man das Gefühl hat, die Zeit rennt einem so richtig zwischen den Fingern davon? Also es ist alles gut und schön und so, nur irgendwie komme ich dann halt mit anderen Dingen, die ich mir vorgenommen habe, nicht so zu Rande. Wir verfolgen gerade die Präsidentschaftswahl in den USA. Zum Zeitpunkt, wenn der Vlog online ist, werdet ihr es schon wissen, aber aktuell steht noch nicht fest, wer gewinnt. Und es ist echt spannend und naja, ihr seid jetzt schlauer als mein Vergangenheits-Ich, dass ihr mit euch redet. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ihr seid immer meine Motivation, um mit Dingen voranzukommen. Es ist wirklich so. Ich mir denke, das wäre doch ein cooler Vlog, wenn wir jetzt zusammen Möbel auspacken. Die ich hier fürs Gästezimmer schon vor Monaten bestellt habe und die stehen seit 3 Wochen, glaube ich, in unserer Garage rum. Und ich bin einfach noch nicht dazu gekommen, die auszupacken, weil ich das auch gerne mit euch machen wollte. Genau. Und das werden wir jetzt machen und dann mal schauen. Vielleicht werden wir im Laufe von diesem Vlog dieses ganze Zimmer einrichten. Das wäre eigentlich echt cool. Ehemann, ich brauche deine Hilfe. Wie motiviert und glücklich bist du, wenn ich dir sage, wir packen jetzt Möbel zusammen aus? 2 von 1 bis 10. Also geplant habe ich eigentlich, dass hier der Schrank hinkommt. Das wird so ein schöner weißer Kleiderschrank. Die neuen Gartenstühle sind auch angekommen. Zeige ich euch später auch. Auch der Gartentisch. Der sieht auch echt so, so schön aus. Wir sind richtig happy. Also das Warten hat sich gelohnt. Ich habe die Sachen nämlich im August bestellt und irgendwie sollten die innerhalb von 5 Werktagen da sein. So, und jetzt ist November. Gut. Das war richtig gut geschätzt. Wir packen das hier mal aus. Was hältst du davon? Ja, also, okay, du willst nicht mein Gelaber hören. Ist schon in Ordnung. Ja, vor allem ist es kalt und so. Also, ja, warte doch. Diesen Karton hier auf. Ja, warte doch mal, Jesus. Achso, ich dachte, du filmst mich. Ja, ja, natürlich filme ich, aber ich muss die Kamera irgendwie hinstellen. Warum bist du so? Das lassen wir drin. Als Beweis dafür, dass bei uns auch nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. Die Verarbeitung ist aber semi. Also ich finde den Schrank sehr, sehr schön, aber... Ach du Kücke, was ist das denn? Ja. Wie dreht das Ding durch? So ist das gut. Jetzt rein. Okay. Ich denke, das liegt an diesem Holzloch. Okay. Ich stelle gerade fest, ich habe 999 Euro für diesen Schrank ausgegeben. Also... Nee. Nee, wirklich nicht. Tja. Und die Kommode ist immer noch nicht da. Hier, das sollte die Kommode dazu sein. Moment. Krass, ich habe im August bestellt. Überlegt mal, im August? 5 Werktage, haben sie gesagt. Was willst du machen? Oh, muss ich den Kundenservice kontaktieren? Ich hasse es, sowas zu machen. Na guck, den Griff habe ich aber hingekriegt. Hast du? Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, schön, schön allemal. Wirklich. Ja. Richtig gut. Also ich finde auch, das ist so, für wenn Gäste kommen, echt eine gute Größe. Wenn jemand hier passt ein paar Tage bleibt. Ja. In den Raum so von der Größe. Der ist so kalt von innen. Ja, guck mal hier, wie gut das mit der Tür abschließt. Ne? Ja, stimmt. Finde ich aber gut. Ja. Naja, jetzt hat dieses Zimmer neben einem Spiegel, einem Bett und Gardinen auch noch einen Schrank. Was will man mehr als Gast? Ja, wir brauchen definitiv noch ein bisschen Gemütlichkeit. Ja, der Feinschliff kommt. Der Feinschliff wird kommen, ja.
und dringend die Garage aufräumen. Oh Gott, ja. Okay, und die Verlosungspakete verpacken. Das mache ich jetzt. Ich habe 8 Verlosungen, die verschickt werden müssen. Wir haben uns jetzt noch überlegt, dass wir die Gartenmöbel, die neuen, auch rausstellen und aufbauen, weil das wäre jetzt ein Abwasch. Und dann können wir den alten Gartentisch reinstellen und die Stühle und dann lassen wir das stehen, weil das hat irgendwie so eine super coole Beschichtung. Das kann den ganzen Winter draußen bleiben. Ich muss es nicht wieder wegräumen. Dann hätten wir vorher und nachher. Also damit bin ich echt richtig zufrieden. Also der Tisch und die Stühle sind von Vermop, falls euch das interessiert. Und man kann den Tisch noch richtig groß ausziehen. Also nochmal um diese Länge wie die untere Platte verlängern, meine ich. Können wir mal gucken, ob der Mechanismus funktioniert. Ganz weich. Ja, und das müsste man dann da natürlich genauso. Und dann geht der runter noch, ne? Dann geht der runter, beziehungsweise das Innere geht rauf. Fridolin will auch mal gucken kommen. Hi, kleine Katze. Ist das wieder alles gruselig, was wir hier veranstalten? Fertig. Ja, sehr cool. So sieht der dann ausgezogen aus. Also da kann man echt, ich glaube, so 10 Personen, ja, denke ich. 10. Dran setzen. 4 auf jeder Seite und vor Kopf, ja, würde passen, denke ich. Wirklich, ich finde, das fügt sich richtig schön mit dem Grün. Ja, absolut. Nur der Boden ist halt zu grün, aber eigentlich... Ja. Ja, der muss halt einmal sauber gemacht werden. Fridolin ist so süß und so verfressen. Immer so im Laufe des Tages geht er zu den Näpfen und checkt, ob da vielleicht magischerweise irgendwas drin ist. Obwohl es heute richtig viel Frühstück gab. Erstmal markieren, dass es deins ist. Ja, ja. Naja, ich gehöre auch dir. Das ist so süß, jetzt inspiziert er erst einmal. Was ist denn das hier Neues? Der hat sich auch schon dran gerieben gerade. Ja, ist das jetzt dein Tisch? Ja, ist sein Tisch. Na gut. Ich habe übrigens auch noch von derselben Marke diesen Tisch bestellt. Der soll zwischen unsere beiden Weißen liegen. Der ist ganz, ganz leicht. Gefällt mir wirklich richtig gut. Allerdings wird es jetzt bis zum nächsten Sommer dauern, bis wir den nutzen. Also wir haben hier hinten dann immer unsere Liegen stehen. Ja, also das passt doch eigentlich ganz gut. Ich baue jetzt noch hier diesen Tisch auseinander und stelle den weg, damit der nicht so viel Platz hier wegnimmt. Wie Magie. Auf einmal ist es weg. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass das jetzt fertig ist. Das war die ganze Zeit auf meiner mentalen To-Do-Liste. Das sind nämlich die Gewinne von der Verlosung, von der großen Verlosung, die ich gemacht habe. Und jetzt, kleiner Findus, muss das nur noch zur Post gebracht werden. Und dann ist es hier weg. Die Garage sieht auch schon ein bisschen aufgeräumter aus. Und wir haben heute so viel von so... Ja, so Listenkram fertig bekommen. Also zum Beispiel die Planung für Dezember, für Weihnachten, für so ein paar Videos, Geschenkidee-Guides. Und es ist wieder so ein Tag, das ist bestimmt irgendwie nicht so nachvollziehbar, wenn man den jetzt so in dem Blog sieht, aber der ist so vergangen, ist einfach so und weg war der Tag. Super komisches geträumt. Ich will noch schlafen. Fridolin hat mich heute bestimmt 3-mal geweckt. Also,
Dreimal ist gut. Wenn ich dreimal wach werde, ist das eine gute Nacht. Für mich ist das eine furchtbare Nacht. Es ist ja süß, wenn er kommt, was er übrigens jeden Morgen tut und dann hier rumschnurrt und kuschelt. Aber ich finde ihn nachts jetzt auch gar nicht so störend, auch wenn er immer auf uns drauf liegt. Wiegt halt nix. Ja. Aber ich glaube, heute hast du ihm bewusst viel Platz machen wollen, weil ich hier voll an der Kante liege. Mir ist dann die Bettdecke irgendwie so runtergegangen, ich weiß auch nicht. Und auf jeden Fall lag dann irgendwann Fridolin unter der Bettdecke, beziehungsweise auf der Bettdecke. Und dann wollte ich ihn nicht wegscheuchen, also bin ich unter deine Bettdecke gekommen. Und ich wollte die Katze nicht stören, also hat die Katze meine Bettseite bekommen. Und wir haben uns meine geteilt? Ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist es wirklich ein bisschen bekloppt. Okay, wir müssen aufstehen, wir haben meine Morgenroutine aufrechtzuerhalten. Liebe Militär. Ja, ich nenne es Henotär. Ja, das morgendliche Einschleim für ekelhaftes Katzenfutter. Okay, wir gehen ja schon raus. Okay, wo ist denn dein Brudi? Brudi ist wieder mal auf Tour. Wie können so winzig kleine Lebewesen, 3-4 Kilo Kätzchen, draußen überleben? Also es war so kalt. Ich bin jetzt nur eben zum Füttern rausgegangen. Oh, bin du nicht da? Sehr gut, so wie jeden Tag. Ich habe mir Sorgen gemacht, es ist wirklich richtig kalt draußen. Jetzt ist dem doch egal. Oh, ich geb dir dein Lieblingsfutter, nicht das mit Fisch, das magst du nicht, komischerweise. Doch nicht wahr sein. Jetzt ist Findus hergekommen, also habe ich ihm seine Portion Futter gegeben, sogar sein Lieblingsfutter. Und dann ist Fridolin natürlich sofort irgendwie aus dem Nichts aufgetaucht und hat auch mitgegessen. Jetzt sitzt er immer noch an den Näpfen. Also wenn diese Katze irgendwann mal ein Garfield wird, es liegt nur teilweise an uns. Ja, wir lüften gerade, es ist richtig kalt, aber seht ihr das? Beschlägt, ja. Ich hasse es, morgens zu lüften. Weil die Temperatur dann echt abfällt, aber sie geht auch schnell wieder rauf. Und das muss echt sein. Schau mal, es gab richtig Frost. Das erste Mal eigentlich so. Hier bei uns zumindest. Jo, wir haben uns jetzt entschieden, kurz noch ins Möbelhaus zu fahren. Ich denke mal, jetzt wird es ziemlich leer sein, weil wochentags um die Uhrzeit fahren die meisten Menschen da nicht hin. Ich will auch gar keine, oder doch, ich will eine Diskussion. Ich will immer eine Diskussion auslösen. Ich mag Diskussionen eigentlich. So von wegen, muss man jetzt ins Möbelhaus fahren? Man muss nicht. Aber wenn ich so drüber nachdenke, der Einzelhandel wurde mit einem gewissen Hintergedanken offen gelassen. Und wenn jetzt keiner hingeht, macht dieser Hintergedanke irgendwie keinen Sinn. Und man kann von den Regelungen halten, was man möchte. Aber es ist auf. Deswegen fahre ich da jetzt auch hin. Kathi und Philipp kommen morgen her und ich möchte jetzt dieses Bettlaken kaufen, neue Bettwäsche und generell einfach ein bisschen rauskommen. Außerdem haben wir noch eine Sache zu erledigen. Und zwar müssen wir zum Tierarzt. Und wir wollen zum Tierarzt, weil unsere lieben kleinen Kätzchen müssen geimpft werden. Und wir haben so ein bisschen Bedenken, weil die trauen fremden Leuten doch noch sehr wenig und sind sehr, sehr scheu. Wir hatten zum Beispiel jetzt letztens die Situation, dass der Schreiner ja hier war für den Einbauschrank oben in der Galerie. Und als der gekommen ist, der ist nur die Treppe hochgelaufen, mehr nicht. Also einfach nur ganz ruhig nach oben. Und die Katzen sind so ausgerastet, aber wirklich, das habt ihr noch nie gesehen.
Die sind so in Panik geraten, die waren so aufgeschreckt und überhaupt nicht mehr zu bremsen. Die sind hier wirklich buchstäblich 2 Meter hoch, die Wände hochgesprungen und ich weiß nicht was alles. Die waren so in dieser Angst gefangen, die haben nicht einmal gesehen, dass Barbara denen die Tür aufgemacht hat und die dann hätten rausgehen können, sondern die waren gegenüber an der Scheibe und sind einfach immer nur hochgesprungen. Also, und der hat überhaupt nichts gemacht. Der sagte dann nur irgendwann von oben so in seiner nüchternen Art, ja, ich glaube, die Katzen und ich, wir werden keine Freunde. Also, es war wirklich sehr, sehr skurril. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass so ein Tierarzt hierher kommt, so ein Mobiler zum Beispiel, und die dann halt impft, also der will dann wirklich was von den Katzen, der geht wirklich auf die zu, ja, dann geraten die ja noch mehr in Panik, wenn das überhaupt möglich ist. Also haben wir uns gedacht, das ist vielleicht keine gute Idee, wenn wir jetzt da jemanden suchen, der hierher kommt. Also bringen wir die Katzen zum Tierarzt. Das Problem ist nur, wir können die jetzt nicht einfangen, in den Käfig bringen und dann dort rauslassen zum Beispiel, weil die auch einfach viel, viel, viel zu aufgeregt, zu panisch wären. Und dann wäre auch niemandem geholfen. Die würden abhauen, sich verstecken, kratzen, beißen, was auch immer. Und deshalb haben wir jetzt da angerufen und die haben uns empfohlen, dass wir denen so eine Art Beruhigungsmittel geben. Und das holen wir jetzt ab. Und wenn wir einen Termin gemacht haben für die Impfung, dann kriegen die vorher halt eben dieses Beruhigungsmittel und sind hoffentlich dann entspannter, wenn wir die transportieren und dann werden die da schnell geimpft und dann holen wir sie hierher zurück. Dann ist wenigstens nicht ihr eigenes Revier sozusagen verletzt. Also ja, das ist die Idee dahinter. So, Mission 1 erfolgreich. Wir haben eine Tablette, weil scheinbar reicht 1/4 für die Katze, deshalb reicht eine Tablette. Also, das ist ganz niedlich und wir werden jetzt mal ausprobieren, wenn es soweit ist und wir einen Termin haben, das konnten wir jetzt noch nicht machen. Die waren so süß, so richtig, richtig lieb und aufmerksam in der Praxis. Da, wo wir vorher mit Maya waren, also die ist ja immer mitgekommen, deswegen gab es da nie so Probleme, aber jetzt hatte ich so ein paar Folgefragen, die waren völlig uneinfühlsam, so ja, nehmen Sie die Katzen doch einfach in der Transportbox mit, so. Ja, aber ich habe Angst, ich meine, okay, vielleicht ist meine Angst unbegründet, aber man kann doch trotzdem ein bisschen einfühlsamer sein, oder? Bestimmt. So. Also hier sind schon mal diese Spannbettlaken. Petterschön. Na wunderbar, es hat sogar gepasst. Hello, am nächsten Tag mal wieder. Unser spontaner Ausflug in die Möbelhauswelt war semi-erfolgreich. Also es ist doch wirklich eine Schande. Ich denke mir so oft, ich will nicht mehr bei IKEA einkaufen. Und dann lande ich doch bei IKEA, weil einfach die Konkurrenz in mancherlei Hinsicht einfach nicht so cool ist wie IKEA. Ich weiß es auch nicht. Was sagst du dazu? Wir haben so lange nach Nachttischen gesucht. Wir waren echt in einigen Möbelläden und die hatten einfach keine Nachttische. Was ich dazu sage ist, wir machen jetzt einen IKEA-Haul, weil wir haben nur bei IKEA gekauft. Aber wir haben keine Nachttische gekauft. Ich werde die im Internet bestellen. Da ist halt einfach, es ist einfach so, die Auswahl ist am besten. Es ärgert mich. Manche Dinge ärgern mich. So wie, dass wir immer noch keinen, sorry. Wirklich? Ja, es tut mir leid. Also, ich wollte euch eigentlich nur was Lustiges zeigen. Und zwar, ihr kennt doch diese super skurrilen Warnschilder, wie man soll Blumen nicht essen. Oder, also auf Blumen steht, nicht zum Verzehr geeignet. Oder steck deine Katze nicht in die Mikrowelle. Und das trink hat ja alles... Trink nicht dein Duschgel. Genau, trink nicht dein Duschgel. Nur weil es lecker nach, weiß ich nicht, Kokosnuss riecht. Jedenfalls habe ich hier ein neues Schild entdeckt, wo ich mir auch denke, wie kommt man darauf? Und zwar das hier. Wir haben so große Truhen gekauft aus Plastik und wer steckt sein Baby da rein? Ha, das ist kein, nennt sich das, Laufstall? Aber das ist doch klar, wer steckt sein Baby da rein? Denke ich mir. Aber gut, okay. Was soll man machen? Das ist eine ziemlich große Kiste. Also. Ja, du würdest auch reinpassen. Wenn ich mich anstrenge. Aber ich stecke mein kleines Baby nicht rein, also lassen wir das. Wir zeigen euch stattdessen, was wir gekauft haben hier fürs Gästezimmer. Wir werden gleich auch das Bett neu beziehen, weil, ja, was dann schöner ist. Also,
Ich habe ein Plaid gekauft. Ein sehr, sehr schönes Woll, glaube ich. Plaid. Aber was ich wirklich sehr praktisch finde, sind diese Truhen. Die haben so kleine Rollen. Das sind zwei Stück. Das ist wie und die Farbe Orange Apricot zu nennen oder sowas. Es ist orange. Nein, ist es nicht. Wenn du nicht willst, dass ich dich gleich in die Kiste stecke, weil jetzt ist der Aufkleber ab. Das ist orange. Apricot ist... ein anderer Orangeton. Ein bisschen da, meine Socken. Meine Socken sind eher Apricot. Mit dem Loch drin, ne? Das hier ist ein Kissenbezug in der Farbe Sand und Kalkstein. Und die kommen auf Kissen, die wir hier gekauft haben. Ja, und wir haben eine neue Bettdecke gekauft, weil wir ja nur noch eine hatten. Die war ernsthaft von meiner Urgroßmutter genäht, eigenhändig. Die war nämlich Meisternäherin. Echt? Die hat die selbst genäht? Krass. Aber die ist halt, weil sie fast 100 Jahre alt ist. Ja. Die Decke. Die Decke. Ja, nicht fast 100, aber gute 50, 60 Jahre alt ist auswechselbar. Aber ich werde sie nicht wegschmeißen. Ich habe noch das hier, das ist die Leiste für meinen Kleiderschrank. Das Problem ist, sie hatten das nicht in der richtigen Größe, also hat mir die Frau einfach zwei zum Preis von einem verkauft und gesagt, ich soll es mir zurechtschneiden. Das fand ich gut, also zwei Leisten. Ja, und sonst haben wir nur noch hier die Bettbezüge gekauft, also... Das Ding ist, das Bett, das wir jetzt hier neu haben, hat halt diese zwei Matratzen und jetzt müssen wir mal schauen, ob das passt. Aber wir hoffen schon, ja, weil das extra hier für so ein Boxspringbett gedacht war. Genau, den machen wir das mal. Hier, das ist die handgenähte Bettdecke. Mit den Löchern, aber wow. Ja, die hat halt überall, leider. Es ist, ja, das ist halt alt, aber die... Die ist richtig gut. Ja, die ist auch richtig gut. Da haben wir früher schon drunter geschlafen. Ja, Qualität von heute würde keine 50, 60 Jahre mehr halten, denke ich. Also die meisten Sachen. Vorher. Tap, da, da, da. Ja, es ist alles noch sehr improvisiert, weil wir keine Nachttische haben. Aber wir haben jetzt einfach mal das Tischchen, das wir oben haben, hier hergestellt, damit die Lampe irgendwo steht. Aber was ich mir halt eigentlich vorstelle, ist... sowas in der Art wie das, nur halt in höher und nachttischiger. Am Anfang von diesem Vlog habe ich euch doch erzählt, dass noch ein Möbelstück für dieses Zimmer hier fehlt, die Kommode, die nicht geliefert wurde. Das ist irgendwie ein Fussel in der Kamera. Aber scheinbar hat irgendwie die Spedition das Möbelstück einfach verloren. Und deswegen hat das so lange gedauert. Ja, aber die sollte jetzt ankommen, sodass ihr sie vielleicht im nächsten Vlog dann seht. Und vielleicht haben wir dann auch schon Nachttische gefunden. Ich denke, noch ein bisschen TLC, Tender Love and Care, und dann wird das. Also ich denke, hier an die Wand kommt ein richtig großes Bild und dann auf der anderen Seite muss ich nochmal gucken, ob ich das so parallel mache oder nicht. Aber es wird. Langsam aber sicher. Ich weiß nicht, ob ihr das so lustig findet wie ich oder so interessant, aber ich sitze hier gerade und schneide den Vlog. Ich filme jetzt das Ende von diesem Vlog, das ich jetzt gleich schneiden werde, also mich selbst in exakt derselben Situation sehen werde, wie die, die ich jetzt filme, die ihr aber später seht, wenn ich euch jetzt sage, dass morgen der Vlog kommt, den ihr gucken könnt, der für euch heute da ist. Also mit anderen Worten, guckt ihr die Vergangenheit, die ich in der Gegenwart als die Zukunft nenne. Ist das irgendwie verrückt, oder? Oder ich bin einfach nur bescheuert. Keine Ahnung, was es ist. Jedenfalls, ich schneide den Vlog fertig. Morgen kommt er online. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Vlog wieder. Macht's gut.